Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Frieden. Heute schauen wir drauf, warum ich 50 Millionen Ressourcen verliere bzw. verlieren werde. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr Ressourcen, weil ich ja maxed bin und einfach nichts machen kann. Danke Supercell dafür. Ich kann nur... Warte. Ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall die Schuld von Supercell und nicht die Schuld von den Spielern, die mich jetzt hier angreifen. Denn, wenn ihr euch das jetzt mal anguckt... Der Typ nimmt zwar die Schleichkobolde, ich meine, ich kann ihm ja keinen Vorwurf machen. Die Schleichkobolde sind einfach zu stark, die sind für 5 Sekunden unsichtbar. Das ist viel zu lang, auf jeden Fall. Guck mal, wie einfach er das jetzt nimmt. Im Endeffekt, ich habe ja die Löwenbase jetzt hier gebaut oder ich habe sie aktiv, weil ich ja sowieso nichts zu tun habe. Es gibt für Max-Spieler nichts zu tun. Und jetzt kommen wieder Leute, die dann sagen, ja, aber es gibt doch... Die CWL, es gibt doch die Clan-Kriege, es gibt doch die Clan-Spiele. Okay, Clan-Spiele fallen schon mal weg. Denn warum sollte ich bei den Clan-Spielen was machen? Also gut, ich mache natürlich was, weil ich meinen Clan unterstützen möchte. Aber warum sollte ich bei den Clan-Spielen was machen? Ich kann ja die Preise nicht nehmen. Ich kann die Preise nicht nehmen. Irgendwann bist du sowieso voll mit dem ganzen Zeug. Warte mal. Ich habe dreimal Hammer des Bounds. Also Buch des Bounds ist das ja nicht Hammer des Bounds. Dreimal Hammer des Bounds. Hammer, Buch. Ich verkaufe schon immer die ganzen Tränke, weil ich die nicht brauche und dann kriege ich noch ein paar Gems. Ja, die Bücher sind einfach mal voll. Zweimal Universalbuch. Die Runen? Wofür? Ich meine, ich habe jetzt den Goldpass für die 1-Gem-Spende und für den Skin, aber ich meine, was will ich damit? Ich kann mit den ganzen Sachen nichts anfangen. Und okay. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, okay... CWL und Clankrieg und dann kann man natürlich noch pushen, ist in Ordnung. Verstehe ich das Argument, beziehungsweise ich verstehe die Argumentation, ist in Ordnung, absolut richtig. Allerdings müsst ihr ja mal überlegen, ich habe das ja alle schon 100 Mal gemacht. Also CWL ist natürlich lustig und ab und zu mal ein Krieg ist auch lustig, aber die CWL kam im Oktober 2018. Die Clankriege kamen im April 2014. Und an den Clankriegen selber hat sich nichts getan und eine CWL ist okay, es ist eine Liga. Ansonsten hat man halt 7 Clankriege, jetzt hat man ein bisschen weniger. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist immer das Gleiche. Und vor allem, oh, warte, hatte ich den schon? Hatte ich den schon? Welchen hatte ich denn noch nicht? Ist im Endeffekt auch sowieso egal. Weil es ist immer das Gleiche, wenn ich mit denen angegriffen werde. Aber wie gesagt, die CWL ist jetzt auch schon 3,5 Jahre alt. Da hat sich natürlich auch nichts getan. Ich will ja gar nicht, dass da was dran geändert wird. Versteht mich nicht falsch. Die CWL ist cool, die Clankriege sind cool. Ich möchte einfach irgendwas haben, was ich als Max-Spieler noch machen kann. Und ich will auch nicht jetzt zum 100. Mal in Legend pushen, weil ich bei Legend das Problem sehe. Ich zum Beispiel bin jemand, der wird natürlich nicht Top 200 kommen. Und dann ist es die Frage... Für mich persönlich jetzt, ob ich jetzt Rang 1000 bin oder Rang 100.000 bin, das ist für mich dann im Endeffekt Latte. Also das macht für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt Rang 100, ja gut, 100 wäre ist natürlich, 100 wäre gut, aber ob ich jetzt Rang 1000 bin oder 10.000 oder 100.000, wenn du dann nicht auf dem Leaderboard auftauchst, ist es für mich im Endeffekt, es lohnt sich für mich nicht, es gibt mir keine Motivation. Was mir aber eine Motivation geben würde, das werde ich jetzt euch gleich sagen. Ich muss euch aber ganz dringend noch meinen CWL-Angriff zeigen. Moment. So, ja, wir hatten es in der vorherigen Folge. Go Hawk ist zurück. Und in diesem Fall auch. Die Mauern sind zwar nicht ganz so gut. Die Gebäude sind teilweise noch auf Rados 13 Niveau. Aber trotzdem war es ein ganz lustiger Angriff. Also, was mir auf jeden Fall Motivation geben würde bei Clash of Clans, wäre, wenn man einfach, wie das bei Clash Royale ist, einfach so ein bisschen die Ligen noch unterteilen würde. Es würde für mich schon reichen, wenn man Legend League 3, 2 und 1 macht, dass man einfach ein bisschen Ansporn hat. Ja, man fängt in Legend 3 an und hat dann Ansporn, in Legend 2 zu kommen. Wenn man in Legend 2 ist, hat man Ansporn, in Legend 1 zu kommen. Das würde mir schon reichen. Dann natürlich noch als Bonbon, als Kirsche obendrauf auf das Legend-Eis, dass man mit den Pokalen halt mal irgendwann was machen kann, mit den Trophäen, die man verdient. Ich habe nichts davon. Ich kriege nichts dafür. Es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts. Es ist wertlos. Es ist für mich einfach wertlos. Deswegen, das ist, weiß ich nicht, wenn es nur Deko ist. Und wenn es nur Deko ist oder wenn es halt Skins sind oder Szenerien oder so. Ja, Szenerien sind halt aufwendig zu machen. Ich verstehe das schon. Einfach eine Statue oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas.
Man kann ja, das ist ja der Unterschied bei der CFL. Bei der CFL hast du die Medaillen, die kannst du für so viele Sachen benutzen. Das gibt den Spielern halt einen Ansporn. Ich meine, selbst ich jetzt hätte noch den Ansporn, bei der CFL zumindest noch mitzumachen, um halt, ja, noch Medaillen zu verdienen, um mir halt noch die Statuen zu holen. Ich meine, ihr solltet das nicht tun. Der einzige Grund oder der einzige Zeitpunkt, wann ihr euch diese Statuen holen solltet, ist, wenn ihr alle Medaillen voll habt. Glaubt mir, ihr werdet es sonst bereuen. Ihr werdet es bereuen, es dann nicht, also dass ihr das Geld dann rausgeworfen habt, beziehungsweise dass ihr die Medaillen rausgeworfen habt dafür. Ihr werdet es bereuen. Glaubt mir, es wird nicht gut sein. Ihr werdet es bereuen. So, hier haben wir auf jeden Fall 3 Sterne geholt. Die Schweinerl, die Hawks, die Schweinerl sind zurück. Ja, schönes Ding. Wenn sie jetzt noch Luft ein bisschen schwächer machen, dann würde ich sagen, ja, dann kann man das doch mal wieder spielen hier auf jeden Fall. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben... Nein, ich habe das doch extra gekauft. Warum hat er das nicht aktiviert? Na gut, wir gehen mal ganz kurz gleich noch zu Fredriksson. Ich möchte mich gleich aber auch nochmal rächen hier. Mal gucken, was es noch so gibt. Auch wenn es witzlos ist. Ich spiele diesen Account jetzt eigentlich nur noch für die Achievements. Für sonst spiele ich den hier gar nicht mehr. Und für die CWL natürlich. Zauber muss ich noch. Belagerungsmaschinen muss ich noch sehr, sehr viele machen. Das sind die einzigen beiden, die noch übrig sind. Na gut, das ist Kack. Achievement, das werde ich mal außen vor lassen. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, okay, wir sind zurück und das ist jetzt allerdings etwas komisch. Ich greife jetzt sozusagen, ich glaube, es ist sogar ein Deutscher, der mich angegriffen hat. Jetzt müssen wir eben gucken. Wir sind bei Fredriksson, nicht verwechseln. So, Truppen habe ich am Start. Alles klar, Go Hawk, oh Gott. Ich habe ja gesagt, Go Hawk funktioniert nicht gegen jede einzelne Base. So, aber wir werden mal sehen. Vielleicht funktioniert es ja trotzdem so. Ein bisschen aufgeräumt schon mal. Weiter, weiter, weiter aufräumen, weiter aufräumen, weiter aufräumen, weiter aufräumen. Adler, der ist noch nicht wach. Der hat einen Heiler in der Klammburg. Der hat tatsächlich einen Heiler in der Klammburg. Ich werde bekloppt. Der hat einen Heiler in der Klammburg. Interessant. So, jetzt bitte noch den... mach doch bitte den... Ja, den Ballon weg. Dankeschön. Ich will nur die Königin. Ich will nur die Königin holen, ich will nur die Gladi holen, dann bin ich ja auch schon weg. Das Jack ist tot. So, jetzt läufst du bitte außen rum. König ist noch am Start. Lauf bitte hinterher. Du willst natürlich bei Go Hawk am Anfang so viel wie möglich schon mal eliminieren. So, der Turm ist... Oh, eine Riesenbombe aufgedeckt. Schönes Ding. Ich will aber so nah wie möglich an die 50% ran. Warum? Logisch, damit das Rathaus gleich wach wird irgendwann und wir da hin können. Aber es wird, glaube ich, sowieso... Boah, es wird, glaube ich, sowieso schwierig werden. Jetzt auch noch eine Riesenbombe. Noch eine Riesenbombe. Ja, das wird sie sich jetzt noch holen davon. Jetzt ist aber auch nicht mehr so viel Zeit. Und jetzt gucken wir einfach mal, ne? Würde ich mal sagen. So, zack, zack, zack. Und... Ja. Wo hüppeln sie jetzt hin? Sie hüppeln jetzt alle dahin. Wird aber, glaube ich, Gott, jetzt. Ich hoffe, ich habe nicht zu früh gezündet. Ah, ich glaube, ich habe zu früh gezündet. Ja, wir haben zu früh gezündet. Der Effekt lässt jetzt nach und die Hawks sind gleich alle tot. Ärgerlich. Ich habe zu früh gezündet. Die Gladi vielleicht noch. Gladi, hol dir noch das Katapult. Komm, hol's dir noch. Schaffst es, Gladi. Mit letzter Kraft hat sie sich das noch geholt. Komm, den Multi noch. Die Multi-Inferno noch, bitte. Bitte, hol dir noch. Ja, das ist, ich hab's ja gesagt, das ist das Problem bei den Hawks. Wenn du den Warden zu früh zündest, dann hast du das Problem, dass dann die Hawks alle da in die Explosion reinlaufen, was ja auch gerade passiert ist. Aber egal, wir werden ihn auf jeden Fall noch erleichtern, um ein bisschen Loot. Wir haben den maximalen Liga-Bonus, kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der sogar. Ich glaube, das ist sogar unser Kollege, der mich, also beziehungsweise ist sowieso der mich angegriffen hat. Das ist ja eine Rache. Aber es ist, glaube ich, auch ein Deutscher. Wir werden es mal sehen. Ich habe jetzt halt ihn nicht angegriffen, weil es ein Deutscher ist, sondern ich habe ihn angegriffen, weil die Rache verfügbar war und ich dachte, die Base kriegen wir halbwegs. Naja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. War in Ordnung. 79%. Muss man mit leben. Wie gesagt, leider eine kleine Fehler gemacht, aber das ist egal. So, ich habe noch ein paar... E-Drags. Ich möchte aber noch gerne bei dem anderen Account mal eben gucken, ob ich mich da noch rächen kann, denn da müssen wir ja die ganzen Leute noch belasten, die nämlich noch die Schleichkobolde benutzt haben. Ich weiß ja, es geht ja da um nichts. Wir können keinen Loot kriegen, aber ist trotzdem egal. So, Mauer könnte ich machen, will ich aber nicht. Oder doch. Labor bin ich maxed, glaube ich. Bitte sag mir, ich bin mixed. Ja, im Labor sind wir maxed. Dann wird's eine Mauer.
Größere Saisonbank. Jo, 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 jo. Eine erstmal. Und dann gehen wir eben rüber. Kurzer Cut. Bis gleich. Na gut, du wolltest mich unbedingt angreifen. Dann kriegst du jetzt die Rache. So, 4 Stück da drauf. Dann 1, 2, 3, 4 Stück da drauf. Ich meine, wir werden ihn... Das ist kein Geheimnis, wir werden ihn jetzt komplett zerstören. Das kann ich jetzt schon mal vorhersagen. Das wird passieren. Warte mal, da fehlt doch noch einer da unten. So, 1. Warte. Nicht nach außen, nicht nach außen, nicht nach außen. Nicht nach außen laufen, bitte. Dankeschön. Alle in die Mitte laufen. 3, 2, 1. Jetzt zünden. Wir wollen ja das Rathaus erwischen. Ansonsten nehmen wir den... Wir nehmen den Loot jetzt mit. Aber das bringt uns nichts. Genauso natürlich... wie mir der Rest alles auch nichts bringt. Ich muss keine Rathäuser mehr zerstören. Ich muss keine Katapulte mehr zerstören. Ich muss gar nichts mehr machen in diesem Spiel. Ich hab, doch. Spenden. Da gehe ich bald, glaube ich, in einen Wreck-and-Go-Clan. Oder ich mache einen eigenen. Dann könnt ihr da reinkommen in den Clan. Und dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, Truppen anfordern. Und dann spende ich euch die. Josie kommt bestimmt auch mit. Und dann, ja, spende ich euch auch Belagerungsmaschinen und Truppen und Zauber. Und dann, ja... Ist das für beide Seiten hoffentlich sehr gut, denn ihr kriegt Truppen, Zauber, Belagerungsmaschinen. Ich kriege dann halt die Achievements. Das ist doch schön. Da freuen sich alle. Er hier gerade nicht, weil wir ihn zerlegen. Ich kann übrigens sagen, dass die nächsten Tage noch ein paar coole Videos kommen werden. Ich habe schon wieder einiges geplant. Also wenn ihr noch nicht Abonnent seid, abonniert gerne den Kanal. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.